Moin, Servus, Mahlzeit, liebe Schrauber und Kulturbanausen. Ich wollte euch heute mal ein kleines Video machen, beziehungsweise ein kleines Video präsentieren über Motorradreise, Reisegepäck und Tipps rund um Motorradreisen. Ich starte direkt mit den Tipps zum Gepäck. Und zwar, klar ist motorradabhängig. Jeder Motorradtyp ist prädestinierter für Koffer oder ähnliches. Aber ich habe gerne Universallösungen, dass wenn ich mein Bike irgendwie wechsle, dass ich dann auch immer quasi passendes Gepäck habe und dass ich möglichst nicht immer neue Taschen kaufen muss für jedes neue Bike. Ja, wie schon gesagt, am besten universelle Taschen bzw. Gepäck, was man auf verschiedenen Bikes benutzen kann. Ich habe mich für die Drybag 700 von SW Motech entschieden und bin absolut zufrieden damit. Zum einen, Drybag sagt schon fast aus, wasserdicht. Dazu hat sie vier schöne Zurrbänder und mit den vier Zurrbändern kann man diese Tasche quasi rundum befestigen, fast an jedem Motorradheck. Also man müsste sich echt ganz spezifisches Motorradheck raussuchen, auf das es nicht drauf passt. Also das ist schon ziemlich allgemein kompatibel. Die Tasche hat eine leichte U-Form und somit sitzt sie sauber auf dem Sattel auf. Und ja, der Nachteil natürlich, keine Sozius-Tauglichkeit, sobald dieses Gepäckstück drauf ist. Ich fahre sowieso meistens alleine, zumindest auf diesem Bike, und habe deswegen mich dafür entschieden. Ist ganz einfach zu montieren, wie gesagt, wird auf die Sitzbank gelegt, Zurrgurte unten drunter, über Kreuz verzurren, schön ordentlich festziehen und schon sitzt das Teil bombenfest. Drybag sagt, wie gesagt, wasserdicht. Hier oben wird die Tasche quasi mit einem Klettverschluss geschlossen. Dann wird sie eingerollt, damit kein Wasser einlaufen kann. Und dann wird sie mit diesen Schnellverschlussgurten hier verschlossen. Und fertig ist die Zauberei. Dann gibt es noch zwei weitere Verschlussgurte hier drüber. Entweder kann man die benutzen, um die Tasche noch ein bisschen mehr zusammenzuzurren oder um zusätzliches Gepäck hier oben drauf zu binden, zum Beispiel ein Zelt oder ähnliches. Fertig ist die Laube. Zum Drauf- und Absetzen oder zum Tragen gibt es zwei Tragegriffe. Es gibt auch noch einen großen Rückengurt separat dabei. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich den sogar hier drin. Jawohl. Hier ein schöner Rückentragegurt, den kann man dann hier und hier hinten einhängen. Und dann kann man sich an diese Monstrum zu Tode schleppen. Das ist der einzige Nachteil, wenn das Ding voll beladen ist, ist es halt schwer und etwas unhandlich zu tragen. Aber SM Motec hat sich die Mühe gemacht, die Möglichkeiten so komfortabel wie möglich zu gestalten, dass man das Ding dennoch transportieren kann, auch wenn es gefüllt ist. Meiner Meinung nach super geklappt. Ja, aufgrund der U-Form verteilt sich das Gewicht auch ganz gut. Man hat nicht so eine krasse Hecklast im Vergleich zu anderen Gepäcksystemen. Und meiner Meinung nach klappt das alles hervorragend. Dann noch eine Besonderheit. Hier vorne ist ein Molle-System. Wer das nicht kennt, das ist ein System vom Militär, bei dem quergewebte Gurte angebracht werden. Und in diesen Gurten kann man über ein Schnellverschlusssystem mit anderen Gurtbändern Taschen anbringen. Diese schwarzen Taschen habe ich mir einfach aus dem Internet besorgt. Das sind ganz normale Militärtaschen in Schwarz, die über dieses Molle-System quasi einfach an die hier vorgegebene Molle-Verbinder quasi angebracht werden. Finde ich super, dass diese Möglichkeit gegeben ist. Diese Möglichkeit ist auch hinten dran gegeben. Insofern würde ich sagen, man kann diese Tasche auch ganz gemütlich noch erweitern. Ich habe sie, wie gesagt, mit vier so Militärtaschen erweitert und bin damit rundum zufrieden. So kann man das schön sortieren, schön ausnutzen und man hat alles dabei. Ja, Punkt 2 wäre Navigation. Ich navigiere mit meinem Handy. Ich habe da die sogenannte Koviga-App, die ich benutze. Die gibt es in einer Lite-Version, in einer Pro-Version. In der Lite-Version gibt es einen gewaltigen Nachteil. Man kann zwar Routen planen, man kann
sich Routentipps geben lassen und man kann schöne kurvige und schöne Motorradrouten erstellen. Das Problem ist allerdings, es gibt in dieser Variante keine klassische Routenführung oder Navigation. Sprich, wenn man auf dem Übersichtsdisplay ist, sieht man sich selbst per GPS-Standpunkt angegeben und man sieht die Route, die man eingegeben hat. Aber dass man auf der Route bleibt, dafür muss man selber sorgen. In der Pro-App gibt es dann wiederum eine Routenführung, die dann auch sagt, die nächste müssen Sie rechts, die nächste müssen Sie links, um eben entsprechend wieder auf die Route zu kommen. Das entfällt bei der Lite-Version. Allerdings ist die Pro-App auch nicht sonderlich teuer, die kostet 9 Euro und ich denke, damit kann jeder leben. Des Weiteren ist immer wichtig, eine Stromversorgung zu haben. Ich habe mir, wie ihr hier sehen könnt, eine 12-Volt-Buchse ans Bike gebaut und eine Navi-Taschenhalterung, die ich auf dem Tankring befestigt habe. Die Halterung selber habe ich selber konstruiert. Ich kann gerne, wer Interesse hat, da vielleicht eine kleine Anleitung machen. Die besteht aus GoPro-Teilen, also einem GoPro-Schuh und einem 3D-gedruckten Tankring. Und dementsprechend kann ich einfach diese Navi-Halterung da dran und abklipsen. Dann generell Tipps zum Motorradreisen. Wichtig ist Wartung. Motorrad muss top gewartet sein. Darauf achten, Bremsflüssigkeit sollte neu sein. Wir hatten das Problem gerade in unserer kleinen Tour. Ein Bike hatte zu alte Bremsflüssigkeit. Tada, die ersten schnellen Kurven. Fading. Scheiße, wenn die Bremsflüssigkeit zu alt ist, dann passiert sowas. Egal, das Problem konnte gelöst werden. Trotzdem achtet darauf. Bremsflüssigkeit sollte frisch sein. Der Reifendruck sollte stimmen. Öl sollte natürlich frisch sein, beziehungsweise noch brauchbar. Und auf jeden Fall die Ölmenge sollte auch stimmen. Im Idealfall ist das Ventilspiel eingestellt. Einfach das Bike ist in einem rundum guten Zustand. Kettenspannung stimmt, Kardan ist gefettet, Kette ist geölt, wie auch immer. Wichtig, um unangenehme Zwischensituationen zu vermeiden. Ja, und schon geht's weiter. Generell mitnehmen. Also ich würde das Gepäck immer so dimensionieren, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Das heißt, ein paar Wechselklamotten, aber denkt dran, im Motorradurlaub, ihr fahrt den größten Teil der Zeit. Immer wichtig, eine Badehose, ein Handtuch, eben normale Badartikel, die man im Kulturbeutel hat und ein paar Wechselklamotten. Vielleicht ein schickes Hemd und eine lange Hose, wenn man mal essen gehen will. Aber ansonsten, wie gesagt, so wenig wie möglich, so viel wie absolut nötig. Das dankt nicht nur das Gewicht vom Motorrad, sondern auch generell die Handhabung von allem. Die Tasche ist nicht so schwer, nicht so klobig, nicht so groß, das Bike ist leichter. Dementsprechend spart euch zu viel mitzunehmen. Dann, ja, was sollte man noch haben? Ich übertreibe es vielleicht manchmal ein bisschen. Bei mir ist es so, ich habe verschiedene Dinge immer dabei. Ich habe immer einen großen Erste-Hilfe-Bag dabei. Den habe ich hier hinten am Bike. Da ist alles drin. Da sind klassisches Verbandsmaterial, Kompressen, Mullbinden, Kühlakkus, Alkoholdesinfektionstücher, Schutzdecken, Wärmeisolationsdecken und so ein Kram. Alles, was man so braucht, ist da drin. Dass, wenn sich mal jemand verletzt, dass man auf jeden Fall was dabei hat. Dann auch ganz wichtig, Pannensicherheit. Klar, es kann immer was passieren, sollte nicht, aber wenn was passiert, sollte man ein paar Sachen dabei haben. Ich habe immer ein paar besondere Werkzeuge dabei oder kleine Helfer dabei, neben dem normalen Gepäck. Dann habe ich immer das Vera Toolcheck Plus dabei. Kleines Set, wo alles drin ist, habe ich auch in einem anderen Video schon vorgestellt. Ein Multitool, schön so ein Taschenmesser mit einer Zange drin und verschiedenen anderen Dingen an Bord. Dann ein sogenanntes Kabelschloss, damit ich meinen Helm und alles am Bike festmachen kann und nicht immer auf aufpassen muss. Und dann ganz wichtig auch ein Feuerzeug. Das hier ist ein kleines Gasfeuerzeug. Sollte man auch mal dabei haben. Eine Taschenlampe. Ich weiß, die meisten von euch haben eine Taschenlampe im Handy, aber was ist, wenn ein Handy-Akku mal leer ist? Gut, eine Taschenlampenbatterie kann auch leer sein, aber man hat halt verschiedene Möglichkeiten. Dann für den Pannenfall habe ich immer eines dieser Lauflichter dabei. Kann im Fall einer Panne echt hilfreich sein und man kann damit das Ding einfach aufs Bike draufstellen oder vors Bike auf dem Boden oder sonst irgendwas, speziell im Dunkeln. Absolut hilfreich, weil damit wird man auf jeden Fall gesehen.
sollte man dabei haben. Was ich auch immer dabei habe, speziell jetzt in diesem Fall, wäre dann da noch mein Vera Joker Satz. Warum den Vera Joker? Man hat Gabelschlüssel und Ringradschlüssel dabei. Somit kann man einiges am Bike auf die Schnelle machen. Siehe zum Beispiel mal Scheinwerfer einstellen, Spiegelarme festziehen, wenn die sich mal lösen nach längeren Autobahnfahrten oder ähnliches. So hat man immer ein kleines bisschen Werkzeug dabei, was man direkt nutzen kann und kann kleinere Sachen sofort beheben. Was auch noch hilfreich sein kann, ist der Vera Steckschlüsselsatz mit der Ratsche mit der Verlängerung dran. Den habe ich auch schon vorgestellt. Der hat halt eben über die Verlängerung auch den lang genug Hebelarm, damit man zum Beispiel mal die Hinterradmotor oder ähnliches lösen kann, um das Kettenspiel einzustellen. Ich habe bei dieser Tour, weil sie nur kurz war, auch verzichtet, deswegen habe ich es aktuell auch nicht dabei. Aber auch hier eine Empfehlung, das Ding würde ich auch mitnehmen. Dann, ganz wichtig, Starthilfekabel sollte immer dabei sein. Gibt kleinere für Motorräder, extra für den Fall, dass mal ein Moped liegen bleibt oder in eurer Gruppe einer von euch ein Problem hat. Starthilfekabel sollte am Mann sein, mindestens eins in der Gruppe. Dann zu guter Letzt habe ich immer ein Bremsscheibenschloss dabei, damit ich das Bike selber auch abschließen kann. Ja, kommen wir zum letzten Punkt. Die universellen Helfer. Dabei sein sollte immer WD-40. Gibt es in kleinen Dosen. Kettenspray gibt es auch in kleinen Dosen. Kabelbinder. Hoppala und tschüss. Und zu guter Letzt Panzertape. Mit den Varianten und den Sachen dabei kann man schon eine ganze Menge machen und es geht soweit erstmal nichts schief. Dann noch ein kleiner Tipp am Rande. Ich persönlich benutze mit meinen Mitfahrern zusammen ein Kommunikationsgerät und zwar benutzen wir das Scala Rider Q1. Ist mittlerweile veraltet, funktioniert aber noch einwandfrei und erlaubt halt die Kommunikation zwischen zwei Bikes. Kann ich nur empfehlen, der Akku hält lange und ansonsten passt das alles. So, jetzt noch ein paar ganz bestimmte Tipps für lange Touren. Also ich meine jetzt nicht übers Wochenende oder ein paar Tage, sondern wenn man wirklich mehrere Wochen am Stück auf Tour ist, habe ich noch eine Empfehlung. Und zwar solltet ihr auf jeden Fall eine kleine, ich gebe die in so groß, kleine Reserveöldose mitnehmen, dass ihr mal Öl auffüllen könnt. Dann solltet ihr euch eine kleine Dose Bremsflüssigkeit mitnehmen. Gibt es auch in klein. Dann solltet ihr euch einen Satz Bremsbeläge mitnehmen, vorne, hinten. Und einen Satz Kupplungs- und Bremshebel. Warum sage ich das? Wenn man jetzt eine große Expeditionstour macht, irgendwo in die Pampa fährt, sollte man die Möglichkeit haben, Bremsbeläge zu wechseln. Je nachdem, wo man fährt. Wenn man viel in den Bergen fährt, viel bergab, viel bremsen muss, kann es sein, dass die Beläge gewechselt werden müssen während der Reise. Dazu sollte man in der Lage sein, also Beläge und das nötige Werkzeug, um die Beläge zu tauschen. Wie gesagt, Öl zum Auffüllen, Kettenspray sowieso. Brems- und Kupplungshebel-Set. Deswegen, es kann auf einer großen Tour immer mal passieren, unter unvorhergesehenen Umständen, dass das Bike umfällt. Wenn euch ein Bremshebel abgebrochen ist, kommt ihr nirgendwo mehr hin. Darum besser einen Austauschsatz. Meistens kriegt ihr die Original vom Hersteller oder wenn ihr, wie ich zum Beispiel, eh schon andere Hebel verbaut habt, dann könnt ihr die Originalen einfach mitnehmen. Hauptsache, ihr habt einen zweiten Satz Hebel dabei. Noch ein paar generelle Sachen. Ich würde immer Toilettenpapier dabei haben, für den Fall der Fälle. Eine Rolle reicht. Ich würde eine Karte von dem Gebiet, wo ich hinfahre, dabei haben oder im Zweifelsfall mehrere Karten, wenn ich über mehrere Länder fahre. Dann auf jeden Fall die Ausweispapiere, Papiere vom Bike, Bargeld, eine Kreditkarte, um zahlen zu können oder um Geld abheben zu können. Eben halt die wichtigen Basics. Dann noch generelle Tipps. Regelmäßig Pausen machen, sonst kriegt ihr das Problem, dass ihr unkonzentriert werdet und da kann es schnell zu Missgeschicken kommen.
Vielleicht auch die Route einfach so planen, dass man regelmäßig durch schöne Ortschaften fährt, wo man vielleicht einfach einkehren kann oder Pause machen kann, sodass man nicht in diese Zone kommt, dass man müde ist, unaufmerksam wird und dass es eben gefährlich werden kann. Dann noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr auch vorhabt, Autobahnetappen zu fahren oder größere Etappen zu fahren, besorgt euch Ohrenstöpsel. Egal was für ein Helm ihr fahrt, so dicht und so leise kann er nicht sein. Da gibt es dann von verschiedenen Herstellern kleine Ohrenstöpsel, die man mitnehmen kann. Hier in diesem Fall von Alpine, Motosafe, in so einem kleinen Täschchen. Die habe ich am Schlüssel dran und somit immer direkt griffbereit dabei. Ja, ansonsten ist wichtig, man sollte nicht von jetzt auf gleich auf eine riesen Tour starten und vorher keinerlei Fahrerfahrung haben, beziehungsweise vorher einfach lange nicht gefahren sein. Also fahrt ein paar Touren im Vorhinein, vielleicht zur Arbeit, vielleicht einfach ein paar Wochenendtouren oder ein paar Tagestouren, dass ihr ein bisschen wieder reinkommt ins Fahren und dann seid ihr auch ein bisschen im Training und seid fit für die Tour. Ansonsten bleibt sitzen, seid vorsichtig und das war's von mir zu diesem Thema. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!